Und start. Die Legende der heiligen Barbara. Eine Geschichte erzählt, dass die schöne und kluge Barbara um das Jahr 300 nach Christus herum in der Stadt Nikodemia lebte und die Tochter eines reichen und angesehenen Kaufmanns war. Ihr liebevoller, stets um sie besorgter Vater behütete und umsorgte sie und wollte sie von allem fernhalten, das ihr schaden könnte. In seiner Sorge um seine Tochter wollte er auch die Heirat von der von vielen Verehrern umschwärmten Barbara verhindern und ließ sie deshalb in einem durchaus wohl ausgestatteten Turm einsperren, damit sie sich ohne Ablenkung auf ihre erstklassige Bildung konzentrieren konnte. In ihrer Abgeschiedenheit von der Welt lernte Barbara das Christentum kennen und begeisterte sich sehr dafür. Schließlich ließ sie sich sogar heimlich, als ihr Vater wieder einmal auf Reisen war, gegen seinen ausdrücklichen Willen taufen. Als er davon erfuhr, dass seine Tochter zum christlichen Glauben übergetreten war, war ihr Vater sehr aufgebracht und drohte ihr so sehr, dass Barbara die Flucht ergriff. Gott selbst verschaffte ihr dabei ein Versteck in einer Höhle, indem er einen Felsen sich vor ihr öffnen
und sich nach ihrem Hineintreten wieder hinter ihr verschließen ließ. Ein Hirte jedoch verriet ihren Aufenthaltsort, wofür Gott diesen hart bestrafte. So fand sie ihr Vater doch, sperrte Barbara ein und bemühte sich, sie von ihrem christlichen Glauben abzubringen. Jedoch vergebens, so dass ihr Vater den Statthalter schließlich mit dieser Aufgabe betraute. Dieser versuchte es anfänglich mit guten Zureden und schreckte schließlich auch vor Folter nicht zurück. Barbara jedoch betete. Sie wusste, Gott bei all der Demütigung und all den Schmerzen an ihrer Seite, und über Nacht wurden ihre Wunden auf unerklärliche Weise geheilt, so dass es niemandem gelang, ihren Glauben bis zu ihrem Tod zu brechen. Letzten Endes wurde Barbara zum Tode verurteilt, und ihr Vater selbst war es, der zum Schwert griff und seine Tochter enthauptete. Geh in den Garten am Barbaratag, gehe zum kahlen Kirschbaum und sag, kurz ist der Tag, grau ist die Zeit, der Winter beginnt, der Frühling ist weit. Doch in 3 Wochen, da wird's geschehen, wir feiern ein Fest, wie der Frühling so schön. Baum, einen Zweig gib du mir von dir, ist er auch kahl, ich nehm ihn mit mir, und er wird blühen in seliger Pracht, mitten im Winter, in der heiligen Nacht. Thank you.
Schönen guten Abend, bitte wieder einmal benannt. Heute, am 4. Dezember, Barbara-Tag, machen wir in Bad Göcking wieder ein Dirl im Adventskalender auf. Sie wissen, dass da ein ganz bestimmtes Verhältnis besteht zwischen Bad Göcking und St. Petersburg, das mittlerweile 20 Jahre alt ist. Und seitdem ist die Verbindung nach drüben nicht abgerissen. Und bitte auch dieses Jahr nicht. Es spricht alles eigentlich gegen uns. Wir konnten in dem Jahr nicht nach St. Petersburg fliegen, weil Petersburg seit Februar kategorisch dicht war, wie so viele andere russische Städte, wie die meisten der anderen Städte auch. Es kam keiner rein und kam keiner raus. Aber trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass da in St. Petersburg Verzweiflung in Zuversicht verwandelt wird. Und das geht zwar heuer nicht mit Benefizkonzerten, und ich bin ja den Adventsbläsern oder einer Abordnung der Adventsbläser sehr, sehr dankbar, dass er sie dort zur Verfügung stellt und unentgeltlich halt im Freien musizieren. Außerdem sind die Herrschaften zu meiner Rechten sowieso die tragenden Elemente dieses Orchesters, und das schon seit bis zu 24 Jahren, haben wir neulich einmal ausgerechnet. Einige von ihnen waren auch schon in St. Petersburg und haben dort vor Ort angeschaut, was wir bewirken konnten, wo auch die Not ist. Und wir sind damals alle wieder gefahren mit einem herzlichen Auf Wiederschauen hier in St. Petersburg. Und ihr sollt ja noch die Gewissheit haben, wir lassen euch nicht allein. Ich darf nur darauf hinweisen, dass morgen Abend am Samstag das Dirl vom Adventskalender bereits um 17.45 Uhr geöffnet wird, und das wird dann jeden Samstag im Dezember nur so sein. 17.45 Uhr morgen, alle anderen Tage bleiben 18.30 Uhr.